Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Flower Power. Und ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, haben das ja gebaut hier. Und da wollen wir heute weitermachen, wollen das fertig machen. Ich weiß übrigens nicht, warum die hier nicht gewachsen sind. Wahrscheinlich muss ich hier erst dann zumachen. Und die hier vorne sind nicht gewachsen, warum auch immer. Das weiß ich leider auch nicht warum. Aber gut. Da habe ich ein bisschen was verändert. Und zwar seht ihr das schon hier, bessere Stromkabel reingebaut. Weil die alleine, ihr seht schon, die sind voll. So, da das so viele von den Dingern sind, die machen zwar nur 8 RF oder so, aber die Masse macht's halt. Und deswegen habe ich da was umgebaut. Hier überall die Dinger ausgetauscht. Hier habe ich dann, weiß gar nicht, habe ich das gezeigt oder so? Stimmt, da haben wir ja zusammen gemacht, das war ja kacke so. Ja, das Ding ist immer auch immer voller. Aber ja. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir genau, das wollte ich mal fertig machen. Genau, dann wollte ich einmal kurz erstmal, meine Rüstung ist kaputt. Ich weiß nicht genau warum. Es kann vielleicht daran liegen, dass ich hier drin? Ja. Dass ich das vielleicht nicht mehr im Inventar habe. Und die sich, genau, die lädt sich mit Mana auf, habe ich mir gedacht. Also muss das im Inventar bleiben. Dann wollen wir einmal die Kabel machen. Ich habe davon ein paar von den Alloys gemacht. Dann machen wir uns ein paar Kabel. Weil die halt wesentlich besser sind. Das kommt weg. So, dann haben wir dafür alles. Das wollte ich auch noch heute umstellen, eventuell, wenn wir es schaffen zeitlich. Und als allererstes möchte ich dann jetzt hier unten die Dinger erstmal Strom. Strom habe ich mir gedacht, kann man von hier oben legen. Zack. So. Einfach nach unten. Warum ruckelt das nur komisch? Ich habe auch das mitbekommen, dass. So. Was soll ich sagen? Genau, dass meine FPS und sowas andauernd in den Keller gehen. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das daran einfach liegt, dass. Hallo, warum. Jedes Mal, wenn ich so ein Ding setze, Alter. Dass einfach zu viel Villager hier sind. Beziehungsweise zu viel von diesen komischen Leuten. Ja. Kann man hier mit einem Builderswand arbeiten? Nee, schade. Das wäre zu schön. So. Wir sollten jetzt gleich alle Energie haben. Aber bitte nicht diesen Anzeigefehler. Das ist so nervig dann. Weiß auch übrigens nicht, warum das so ist. Laggt jedes Mal, wenn ich so ein Ding setze. Warum auch immer. Ah, die werden gerade abgeerntet, ne? Und ich kriege die ins Inventar, deswegen. Ah, ärgerlich. So, jetzt wird das wieder angezeigt, warum auch immer das so komisch buggy ist. Ich hoffe nur, dass unsere Energieversorgung reicht. Ansonsten müssen wir da ein bisschen aufbessern noch. So, ah, okay, da liegt automatisch noch. Sehr schön. Bei jedem Setzen ruckelt das. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und ja, wir müssen eventuell mal das Dorf dezimieren. Also die Einwohner hier, weil das ist echt krass. Die FPS runterzieht und sowas. Das werden halt immer mehr. Das ist halt irgendwie kein Limit von den Dingern. Da kommen halt jedes Mal mehr dazu. Und jedes Mal, wenn ich einen setze, dann wird das kurz. Ich weiß nicht warum. Okay. Ist dann halt so, ne? Kann ich jetzt auch nicht ändern. So, jetzt sollten alle verbunden sein. Dann wollte ich jetzt einmal kurz hoch. Jetzt müssen wir hier vorne hoch. Zack. Okay, jetzt sammle ich natürlich ohne Ende von diesen Dingern ein. Was aber auch nicht so schlimm ist, die brauchen wir eh. Und zwar wollte ich jetzt diese Auto-Workbenches bauen. Was fehlt uns dafür? Mal Crafting Table, ne? Genau, Stone Gears. Können wir nicht. Sticks haben wir doch bestimmt ein paar, genau. 2, 3, 4. Das ist einer. 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen. Wir machen einfach mal ein paar. Zack. Dann brauchen wir noch ein paar Crafting Benches. Kann ich so nicht machen. Wenn man das falsche Rezept da drin ist. Kann man eigentlich auch so Crafting Benches machen? Nö, das wäre jetzt cool. Das geht leider nicht. So. Haben wir mal einen Stack, weil die kann man immer brauchen. Und die sind für immer für ein paar Rezepte und so braucht man die. Und dann wollte ich jetzt als allererstes wieder oben hinsetzen. Das war mein Plan für die Folge. Haben wir geschafft. Super. Nee, als erstes wollte ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Kiste aufsetzen.
Um überhaupt zu gucken, welche Items. Okay, Insert. Welche Items überhaupt rauskommen aus den Dingern. Da sollte keiner hin. Zack, da müssen wir den einmal umstellen. Den muss ich übrigens umstellen auf. Jetzt macht ihr das mit Shift und dann mit dem Mausrad scrollen. Dann kann ich jetzt zum Beispiel auch nichts von den anderen abbauen, wie ihr seht. Hier geht nicht. Weil er nur auf die getriggert ist. Musste ich bei dem Mob Farm machen, weil der manche von den Dingern nicht gesetzt hat. War ziemlich nervig. Und ja. Also von diesen Teilen da. Nö, komm schon, halt. Halt echt nervig, dass da immer dieser Anzeigebug ist. Dass die Kabel nicht angezeigt werden. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Ja, ich habe das Modpack ja auch nicht selber gemacht. Auch wenn ich selber gemacht hätte und dieser Bug da wäre, hätte ich keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sein. Warum das so ist. Ich hoffe nur, dass die mit diesem In- und Out trotzdem zurechtkommen und die Dinger trotzdem rausnehmen. Ich hoffe auch so sehr, dass ich da, dass ich die Teile alle richtig eingestellt habe. Weil ich habe das an dem Tag, wo ich die Folge aufgenommen hatte, gemacht. Also ein paar eingestellt, aber nicht alle. Dann hatte ich keinen Bock mehr, die einzustellen, muss ich ganz ehrlich sein. Dann habe ich das irgendwann wieder eingestellt. Und dann habe ich gesehen, warum sind so viele eingestellt? Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich so viele eingestellt hatte. Und dann wusste ich nicht, ob alle richtig eingestellt sind. Aber ich hoffe einfach mal. Wir sollten jetzt rein, natürlich sollten jetzt die Sachen hier reinkommen, wenn wir unseren Magnetring mal ausziehen. So. Oder? Ja, die machen jetzt Rechtsklick die ganze Zeit. Man erntet die ja mit Rechtsklick, oder? Hoffe mal. Ich hoffe mal, dass das klappt. Sehen wir dann. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das und das und das. Die ganzen Sachen. Wir könnten die Kiste eigentlich auch dran lassen als Buffer, sag ich mal. Ja, aber auf jeden Fall woanders hin, weil da steht die Kacke. Zack. Dann latschen wir die einfach mal hier hinten hin. Hier so. Item-Conduits, zack. Und Insert. So, da sollte dann alles reinlanden. Hoffen wir mal, sehen wir dann später. Dann brauchen wir diese Auto-Workbenches. Und zwar machen wir das jetzt so, dass wir hier eine haben. Da, da und da. Hier, ich weiß halt nicht, wie viele ich brauche, ob ich überhaupt die alle brauche. Dann müssen wir einmal F7 drücken. F7 an, das ist immer so kacke, man weiß nicht, ob man es anhat oder nicht. So, okay. Packen wir hier noch eine, wie dunkel ist. So, droppen wollte ich nicht, aber okay. Eine Kleinigkeit essen müssen wir. Und dann will ich die jetzt hier einstellen, weil wir haben ja gelernt, der ein oder andere, der das noch weiß, dass wir aus. Dass wir zum Beispiel aus von den Koppern haben wir ne, 9 Stück. Die könnte man schmelzen für Nuggets, aber wir können die auch so zusammen craften. Können wir das da reinlegen und dann craftet er die zusammen. So, ich hoffe nur, dass das klappt und dass der nicht alles in jeden reinpackt mit diesen Item-Conduits. Also. Zack. Die letzte lassen wir mal gerade frei. Hier stellen wir auf Insert. Search auch. Ja, auch, ich weiß nicht, ob man das umstellen muss unbedingt, aber ich denke mal schon. Always active. Oh, muss ich das hier überall einstellen? Always active. Ach nö, es ist. Ah, Mann, ich hasse das. Ohne Spaß. Ich hoffe, dass das, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen umstellen muss hier. Wenn nicht, mache ich das dann. Auf jeden Fall nichts da reingekommen. So, dann hoffe ich mal, dass der hier Kopf alles reinmacht, sonst müssen wir hier so einen Itemfilter reinmachen. Das wäre auch kein Problem. Das heißt, 1, 2, 3, wir machen mal 4 Itemfilter. Ach, da komme ich ja nicht hoch. 4 Itemfilter. Zack, zack, zack. Item. Haben wir noch welche? Jo, einen haben wir noch, aber es reicht nicht. Dann googeln wir gerade mal. Item. Filter. Da ist der. Dann 1, 2, 3. Haben wir 4 Stück jetzt.
Machen wir vor, ich habe einfach mal einen Itemfilter da rein. Lass mal vorbeilaufen. Genau, jetzt haben wir hier einen Itemfilter und du darfst nur die Bären nehmen, nur die Kopperbären da rein. Du hier darfst nur Aluminium. So. Du hier darfst nur Iron nehmen. Genau. Noch ein Filter rein. Und du darfst nur Golddinger nehmen. Das sind aber die letzten über sind und davon habe ich gerade gar keine. Problem ist, ich muss es erstmal laufen lassen und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Da liegen Sachen rum. Da habe ich gerade eben auch was zwischen gesehen. Da. Er hebt das nicht auf, oder? Mein, der hat doch ein Inventar. Warum fehlt denn da ein Teil? Überall. Dann machen wir den Ring an. Was da an Items drin liegt. Boah, bitte sag mir, dass der die Sachen aufhebt. Ansonsten wäre das mega kacke. Mich wundert halt auch, dass überall ein so ein Upgrade hier drin fehlt. Eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Okay, warum? Falls einer weiß, warum das so ist, dann schreibt mir das mal bitte. Ansonsten müssen wir das alles umbauen. Machen wir Harvester oder sowas hier hin. Halt echt gerade schon scheiße, ne? Oh, dass man die Kabel nicht sieht, ist auch so kacke. Packen die mal rein. Das klappt hier auf jeden Fall. Sollte das jetzt ja hier reinkommen? Der sollte bauen. Aluminium kann man nicht so machen? Das machen wir also schmelzen. Okay. Das heißt, wir brauchen mal ein Furnace. Würde ich auch so einen elektrischen dann nehmen. Wir gucken mal, gibt es einen Redstone für? Furnace. Ich will halt nicht unbedingt dieses Ding von Electric Furnace wäre halt auch eine Idee, aber es braucht halt EU. Das ist ein Redstone Furnace, ne? Komm, wir bauen fast. Was fehlt? Oh, wo bist du hin? Machen wir Bricks. Haben wir Clay? Ja, haben wir. Machen wir da mal gerade rein. Dann. Wir gucken gerade nach Redstone. Das ist mir zu blöd hier. Redstone. Furnace. Das immer hin und her dingselt. Copper Gears fehlen wahrscheinlich, ne? Hier, genau, die will ich haben. Machen wir auch mal einen Stack, weil haben wir auf jeden Fall genug davon. Und die Bricks, zwei Stück. Und dann haben wir ein Redstone Furnace mit einem Basic Ding. Okay, das sollte reichen. Mal runter. Aber wir haben ja unten eh Strom und ich sammle die Sachen alle auf, ne? Das ist schon nervig. Genau, dann kommt der hier weg. Dann müsst ihr jetzt weiterhin den Itemfilter da haben, oder? Ich muss das Ding aber umdrehen. Zack. So, um dass wir von hinten einen Input haben können. So, du hast ja jetzt immer noch den Itemfilter, ne? Genau. Dann mache ich dich aus, 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 aus. Okay, so. Oben machen wir einen Output. Und das von oben rausziehen mit Item Conduits. Du sollst jetzt Aluminiumdinger umwandeln können, ne? Ja gut, du brauchst natürlich Strom, das ist ja ganz klar. Zack. Dann würde ich das nämlich danach hier reinpacken. Mit Item Conduits. Oh, oh. Aber das verbindet sich nach dahin, ne? Huch. Das ist blöd. Machen wir es anders. Nö, 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 nö. Zack. So, aber das verbindet sich ja nicht nach da. Wir können ja vorne den Anschluss nicht ändern, ne? Müssen wir dich einmal umdrehen. Light, Maschine. So. Dann, hast du hier den Input. Da machst du einen Output rein. Kommt hier das Aluminiumzeug rein. So, und du stehst auf. Mal gucken.
Wenn ich das jetzt hier auf Insert mache, ob das reingezogen wird. Nein, muss ich echt Always Active immer machen. Hä? Warum ziehst du die Dinger denn da nicht raus? Ja, der ist auch so eingestellt. Warum nicht? Warum willst du das nicht machen? Reicht das auch, wenn ich dich einfach daneben stelle? Ah, ich weiß warum. Hier müssen wir das einstellen, dass die Dinger so gemacht werden. Ey, sonst zieht der, glaube ich, da gar nichts rein und raus, ne? Da, ja. Huch, ich wollte das da nicht reinpacken übrigens. So. Machen wir mal auf Insert. Okay, und hier müssen wir Always Active. Ja. Das ist natürlich hart kacke, dass wir überall Always Active hinmachen müssen, ne? Always Active. Always Active. Always Active. Always Active. So. Das ist halt wieder eine blöde Arbeit, die man machen muss. Und nachher funktioniert das wahrscheinlich nicht mal. Vielleicht wäre ich mit einem Harvester und sowas wesentlich schneller. Aber okay. Zack. Zack. Das hier alles umstellen. Ich hoffe denn, dass das funktioniert. Ansonsten müssen wir jetzt alles abräumen machen mit einem Harvester. Ganz einfach. So. Das ist schon auf Always Active, oder? Ich muss da nochmal genau nachgucken. Ja. Und das hier auch, always. Lass da noch umstellen und dann steht hier weg. Du bist umgestellt, ne? Nee. Lass die Reihe machen. Das ist halt immer blöd, dass man nichts sieht. Nur meckern heute, ey. Das ist voll die Meckerfolge. Komm noch nicht rüber. Ich glaube, ich mache jetzt die ganze Reihe hier. Always active. So. War das Richtige, ne? Genau, Items. Nicht, dass ich jetzt bei Strom mache, Always Active, und das wäre schon ein bisschen fail. Weil Strom kommt ja so oder so immer rein. Ich glaube auch mit einem Harvester wäre es wesentlich günstiger vom Energieverbrauch her. Weil, ja, brauchen wir halt nicht keine 5000, sondern für jeden denn nur einen. Dann würde ich wahrscheinlich auch die Felder entweder kleiner machen oder mit Upgrades zu arbeiten. Ja, mal gucken dann. So. Ich krieg die ganze Zeit die Items, ne? Das ist so ätzend. Ich werde den Ring nochmal eben ausziehen. Dann gucken, ob wir da alles bekommen. Aber das ist ganz geil gerade, dass wir Gold bekommen haben. Kann ich hier nämlich den Itemfilter machen mit den Goldnuggets. Und dann die hier rein. Zack, 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 zack. Da kommt auch nichts raus. Okay, dann müssen wir da auch ein... Die Nuggets will ich, glaube ich, sogar im System behalten, weil die brauchen wir andauernd zum Craften. So. So. Du schon. Ich da. Ich hoffe, dass ich alle habe. Wenn ich irgendwo einen vergessen habe, dann ist mir das sowas von egal. Muss ich ganz ehrlich sein. Da scheiße ich dann auf die Ressourcen, weil das mir echt dann so blöde ist. Die habe ich alle, ja genau. Auch, genau. Die hier noch einmal. Weißt du, es war ja schon nicht nur genug, so die ganzen Configs einzustellen, ne? Nein, wir müssen halt auch hier noch die ganzen einzelnen Kabel. Warum sind die denn nicht alle auf Always Active standardmäßig? Kann man das vielleicht irgendwie einstellen im... Config oder sowas, dass die Kabel standardmäßig alle auf Always Active sind, weil es ist ja schon nervig und wenn du die setzt, dann willst du ja auch eigentlich, dass die was rausziehen. Und wenn die nicht immer was rausziehen sollen, dann würde ich das verstehen, wenn du dann die umstellen musst, weil ja, dann ist das halt so, ne? Aber ansonsten willst du doch eigentlich, wenn du so ein Kabel setzt, so ein Itemkabel, dass du die immer rausziehst, oder? Oh, okay. So, da kommt nichts an. Das ist super toll.
Nicht. Gut, wir müssen also warten, bis sie gewachsen sind, die Dinger, ne? Das ist ja jetzt ganz klar. Wir setzen einmal kurz nochmal den Ring auf, weil ich die ganzen Ressourcen nicht verschwenden will. So. Ja, dann müssen wir da einfach mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Redstone Furnace. Brauchen wir nochmal Bricks. Zack, und dann können wir die bauen, oder? Ein Redstone Furnace. Den wir dann als Nugget lassen. Ich meine, so viel Gold ist das jetzt auch nicht, dass sich das unbedingt so sehr lohnt. Der weg. Und da auch. Aus, aus. Da rein, da raus. Die. Oh, wir sind hier sogar ein bisschen weit weg. Okay, das ist aber nicht so schlimm. So. Hier ist ja immer noch drin Goldnuggets, genau. Packen wir einfach mal zwei rein. Lass die schon mal durchgebraten. Ja. Zack. Packen wir die ganzen Sachen mal gerade in die Kiste. Tin? Tin. Habe ich Tin eingestellt? Hoppa. Hier ist Aluminium. Iron. Hier müsste Tin hin. Komme ich halt nur nicht mehr da durch, aber es ist ja auch nicht das Problem, weil ich mir hier einen Weg. So. Man zeigt mir doch einfach die blöden Kabel an. Insert. Kann ich Tin auch? Ja, okay. Brauche ich noch einen Itemfilter auf jeden Fall. Okay, das hat ja auch super geklappt hier, was ich hier vorhatte. Und warum laufe ich da lang? Da komme ich eh nicht hin. Dass die Kabel nicht angezeigt werden, das kotzt mich so an, ne? Ohne Spaß, ich finde das so nervig. Papier. Und ein Hopper. Eigentlich auch schon teuer, oder? So ein blödes Teil, wo man einstellen kann, was da rein soll. Ist das echt schon teuer? Muss ich ja ganz ehrlich sein. So, das da. Und da kommt jetzt rein. Tin. Tin, 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 da, tin. Und wie das aussieht, muss ich das wirklich alles komplett umbauen. Ja, super. Das ist ja super geil. Wofür habe ich das denn alles gebaut hier? Ich dachte, die... Hat das sonst auch immer funktioniert? Die können doch die Sachen einfach abernten und dann da... Sammeln die, warum sammeln die denn nicht automatisch auf? Mal ganz ehrlich. Ist doch kacke so. Dann muss ich Harvester bauen. Harvester. Eigentlich hast du keinen Bock, die Dinger zu bauen, ne? Von Mine Factory Loaded. Da gibt's auch so einen Hammer dann dafür. Aber gut. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Aber in der nächsten Folge eigentlich was anderes vor. Deswegen werden wir das wahrscheinlich in der übernächsten oder so machen. Das war's aber mit der Folge jetzt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und über einen Kommentar auch. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft Flower Power. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.